Mann, Frau, wer sagt, dass ich mich da entscheiden muss? Ich weiß noch, als ich ungefähr 13 war und ich habe gesehen, was die Mädchen so anhaben und ich dachte, das könnte mir eigentlich auch gut stehen. Genderfluide heißt, dass es nicht nur männlich und weiblich gibt, sondern auch alles dazwischen. Und fluide bedeutet ja flüssig, es ist also darf in Bewegung sein. Es muss sich nicht an diesem Pol oder an diesem Pol sammeln oder irgendwo dazwischen sich einen bestimmten Punkt aussuchen, sondern alles dazwischen ist okay. Wenn ich meinen Schrank aufmache, habe ich zum Beispiel eigentlich wild durcheinander Hosen und Röcke und Kleider und Hemden und Blusen und das ist meistens nach Farben geordnet, deswegen ist mir eigentlich egal, wo was ist. Einfach, dass ich mich gut fühle in was ich trage. Einige Menschen, die genderfluide sind, die kleiden sich manchmal auch nach der einen oder anderen Fasson, nach ihrer Laune und ihrer Stimmung. Bei anderen hat es aber mit Kleidung überhaupt nichts zu tun und es ist mehr eine innere Einstellung, ein Gefühl, was sie haben. Ihr seid richtig, wie ihr seid. Und ihr seid nicht alleine. Und auch wenn es sich so gerade anfühlt, als gäbe es niemanden, es gibt die Leute da draußen, die es genauso fühlen wie ihr. Sucht diese Menschen, weil ihr seid nicht alleine. Es gibt eine Community da draußen. Also vernetzt euch. Wenn ihr Fragen rund um Liebe, Beziehung, Sexualität oder Identitäten habt, könnt ihr gerne zu uns ins Laura Agnes Haus kommen. Wir sind für euch da.